Zeit für Chefkoch Rickys Häppchen des Tages. Brotkrümel gibt es heute in jedem Supermarkt, der etwas auf sich hält. Aber warum machen Sie sie nicht einfach selbst? Ich kenne da eine altbewährte Methode. Man donnert den Brotleib einfach so lange gegen die Wand, bis er sich in ein frisches, flockiges Nichts auflöst. Ja, wow. Das dauert schon ein paar Stunden, aber das Ergebnis ist die Mühe allemal wert. Kingdom Hearts 4. Soll jetzt umbenannt werden, Kingdom Bürgergeld. Kingdom Bürgergeld 4. Wie dumm! Aber musst du erst Antrag stellen, sonst kriegst du das Spiel nicht. Ja, klar. Oh, I can't. Kann nicht mehr. Scheiße, hat seine Waffe verloren. Frag ihn, ob er seinen Schniedel noch hat. Das frage ich ihn. Sergeant Dorson hier ist wondering, ob sie noch existieren. Ihre Genitalien sind. Ich habe ihn bei seiner Mami gelassen, nachdem ich sie die ganze Nacht in den Arsch gefickt hatte. Sagen Sie ihm das. That's a negative. Das werde ich nicht wiederholen. Was hat er denn gesagt? Wir wollen es hören. Er meinte, er hätte einen Nahverkehr mit deiner Mutter gehabt. Der Wichser hat bei der Geburtstagsparty von Captain die Vanillewaffen von meiner Mutter verputzt. Dreistert, ja. Bist du sicher, dass die Vanillewaffen das einzige waren, was er sich in ihr hat schmecken lassen? Schieß mich nicht nochmal an, sonst gibt's eine Backpfeife. Der Typ ist tot, wie willst du ihm noch eine Backpfeife geben? Ich muss einer Leiche eine Backpfeife. Wie soll seine Leiche denn bitte auf dich schießen? Kennst du nicht Leichenzuckungen oder sowas? Sowas gibt es. Je nachdem wie jemand stirbt und so kann es sein, dass die Leiche noch zuckt. Ja, aber der hat sich doch vollgeschissen. Ja. Das ist egal. Du willst das halt im Schokotanz. Wenn der während des Schokotanz, ja, dann irgendwelche hier so zufällig einen Abzug drückt und mich trifft, dann kriegt er einen Backpfeife. Ganz einfach. Gibt's denn noch wel damals im Mittelalter die Kacke-Farmer? Ja, es gab echt Leute, die sind durch die Gegend gelaufen und die Scheiße aufgesammelt, damit sie auch die Felder legen können. Mhm. Oh, das riecht doch Günthers Scheiße. Oh. Ich hab gedacht, der isst kein Spinat. Oh, ja, also zum Mittag. Ich mache Kartoffeln mit Spinat. Ein Karöttchen mit dabei, ja. Ja, wie ich sehe, auch ein bisschen Mais. Ging abends ein bisschen Brot mit Wurst. Ich glaube, das war Fleischwurst. Nee, ich korrigiere, das war Leberwurst. Ich korrigiere, das ist Leberwurst. Das ist dumm. Der hat voll einen abgeseilt. Junge, wie viel musst du kacken? Mal Hände waschen? Nein? Okay. Thank you.
Cool, jetzt habe ich echt eine Taschenlampe. Nice, danke. Weißt du, was mir jetzt erst auffällt? Was? Guck mal her. Ich stell dich hier mal so hin. Wie sieht das aus? Ah! Okay. If there ever was such a thing as an ugly kid, then this is it. He's almost exquisite in his ugliness, like a gremlin. Wie ein Kobold. Das ist echt ein netter Weg, ein Kind zu beleidigen. Nice. Aber Hauptsache, die Charaktere hatten Pronomen mit dabei gehabt. Ihre Pronomen sind zum Beispiel she, her. Roboter gab es auch mit Pronomen. Das ist eine scheiß Maschine. Ich frag doch auch nicht, was für Pronomen hat dein Toaster. Nein? Ja, mein Toaster reagiert auf Sesem. Ich kenne auch ein paar Pronomen, die ich gut finde. Let me she them titties. Ja, das war halt etwas, was mich an Outlast komplett gestört hat, weißt du? Du bist in einer Psychiatrie voller total kranker Gestörter, die versuchen dich umzubringen. Und du läufst an was weiß ich wie vielen Schusswaffen vorbei und nimmst dir nicht eine davon, um dich wenigstens zu wehren. Ja. Warum auch? Wer will doch... Selbst wenn du nicht schießen willst, dann bedroh die doch wenigstens damit. Ja. Genauso Outlast 2. Ja, du bist ja in dieser Scheune drin. Draußen ist dieses Kackvieh. Hey, nimm dir die scheiß Heugabel und stech das Vieh ab. Echt jetzt? Als ich das gesehen habe, weißt du, dachte ich mir, nimm doch wenigstens die Schaufel und klopp drauf ein. Nee, ich... Weißt du, so richtig deutsch macht er das. So richtig deutsch. Ja, ich hab dich auf Kamera. Aha. Anzeige ist raus. Ich zeig dich an. Ich ruf gleich die Polizei. Runter von meinem Rasen. Da willst du mich verarschen. Als ob das Monster das interessiert, dass du dich filmst. Du Affe.